So, schnell, es ist ein Notfall. Was ist los? Ich komme vom Planeten Mio. Es gab einen blutigen Angriff. Viele Katzenkinder sind verletzt. Es ist eine Katastrophe. Kann ich helfen? Ja, sie haben Magier und Heiler herbeigerufen, um den Verwundeten zu helfen. Ich möchte, dass du so viele Heiltränke wie möglich herstellst. Hier ist das Rezept und die Zutaten. Schnell, Akku, die Katzenkinder brauchen meine Hilfe. 4 Stück, oh super. Jetzt können wir auch Heiltränke herstellen. Also hier geht es jetzt richtig ab. Aber natürlich wollen wir den Katzenkindern helfen, das ist klar. Labor, Heiltränke. 4 oder 5. Ich weiß nicht, ob ich... Warte mal, wie viel brauche ich denn? 4 Stück. Ich persönlich brauche die ja nicht so. Hier sind die Heiltränke. Vielen Dank. Sie werden eine große Hilfe sein. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Ich hoffe, ich komme noch rechtzeitig. Ja, auf. Viel Glück. Tschüss, Locke. So, da haben wir die Katzenkinder auch versorgt. Ich brauche noch Fledermausflügel. Goliath muss vorbeikommen. Bram muss vorbeikommen. Und ich muss nochmal auf den Eisplaneten. Hachi, meine Nase juckt. Ja, die Moon hat eine Katzenallergie. Und immer wenn die Bom vorbeikommt. Bom, wo bringst du mein Essen hin? Oh, Arko. Arko. Warum starrst du so auf meinen Kristallanhänger? Er ist zu hübsch. Ich liebe funkelnde Kristalle. Ich mag sie wirklich sehr. Dieser Anhänger gehört mir. Du kannst ihn nicht haben. Oh, wie traurig. Denk nicht mal dran, ihn zu klauen. Bom würde das nie tun. Also gut, dann mache ich einen Anhänger aus Silber und Kristall für dich. Ja, danke, Arko. Jetzt muss ich einen Silberanhänger machen. Na super. Werkstatt. Silberanhänger, dafür brauche ich Silberbarren. Na gut. Gullivertrank, davon habe ich eigentlich auch genug, aber das brauche ich halt alles nicht. So, lass mich mal ganz kurz überlegen. Goliath muss vorbeikommen, Bram muss vorbeikommen. Na gut, dann wollen wir mal los. Dann wollen wir mal los. Umini, vielen Dank für das Schaf. Er ist sehr glücklich auf meinem Leben mit seinem Leben auf Dayland. Das freut mich. Aber sei vorsichtig wegen der Piraten. Die haben mir schon Schafe geklaut. Keine Sorge, ich beschütze es vor Captain Goliath. Ich sehe, du hast die Schmiede deines Onkels Nodin wieder aufgenommen. Arko hat eine Schmiede an seinem Haus. Warum bringst du ihm nicht bei, wie man Silber verarbeitet? Das ist mein Fachgebiet. Bringe 10 Silbererzstücke mit und ich zeige dir, wie man es schmilzt, um reines Silber zu erhalten. Super. Kann ich da irgendwas kaufen von dem? Nein, aber die Larven nehme ich noch mit. Und das Eis. So, was kann ich denen denn verkaufen? 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, Golderz, die Hälfte mal. Silbererz brauche ich ja selbst. Wunderbar, dann will ich nochmal... Ah, da kann ich eigentlich nichts mehr machen, okay. So, das bedeutet für mich, ich muss jetzt wieder ein bisschen Brennstoff herstellen und ansonsten... Nüsse, gib mir deine Nüsse! Oh, Fleisch, okay. Aber trotzdem, es tut mir immer so ein bisschen leid für die Tiere. Das sieht so brutal aus. Och Mann, ich bin ein böser Junge. Ich bin ein böser Junge. Ich mach's gut, Mond. Tschüss. Tschüss, Bommi und Yugi. Also ich muss ganz ehrlich sagen, der Arko weiß, wie der Hase läuft. Ich brauche noch ein bisschen Weizen, obwohl, warte mal, nee, Baumwolle. Mach nochmal Baumwolle. Dann habe ich 3 Baumwolle angepflanzt. Eine Minute, 7 Minuten, 46, weißt du was? Dann kriegst du nochmal eine Ladung Wasser. Dann kann ich alle 3 gleichzeitig abernten. Währenddessen, warte mal, ist der schon auf Stufe 3? Das ist auf Stufe 3, das noch nicht.
So, da brauche ich zweimal Stroh und einmal Stoff. Ja, du sollst dein Haus nicht mit dem Hammer kloppen. So, Werkstatt. Zweimal Stroh. Das ist okay. Mache ich dreimal Stroh. Ja, komm. Dann... Ah, Goliath. Okay, schön, dass du da bist. So, ich sehe, du hast ein paar Steine aus der Mine. Für etwas Metall transportierst du in mein Raumschiff. Ja, der mag auch Steine und so ein Kram. Ich habe deine Larven. Du hast deinen Teil der Abmachung erfüllt. Hier ist deine Belohnung. Viel Glück beim Angeln. Danke, wenn du eine neue Angelroute herstellen willst, das ist die beste. So, was kann ich dem verkaufen? Steine, Larven, Metall, Schaf, Schlüssel für Truhen. Nö, was kann ich dem denn abkaufen? Ich würde ja gerne das Metall... Ja, komm, nehme ich das Metall mit. So, von daher, naja. Sekunde. So. Entschuldigt, Leute. Da wurde man gerade ein wenig unterbrochen. Naja, war aber nicht unwichtig. Von daher muss ich einfach mal die Aufnahmen ein bisschen zusammen schustern, dann passt das schon. So, jetzt erstmal fett auf die Schnauze, ihr Lümmel. So, hier gibt es noch einen Feind. Ja, da kam halt gerade ein wichtiges Telefonat in Dingsbums. Dazwischen und da kann man dann nicht einfach ablehnen und sagen, ich bin in der Aufnahme. Dafür mache ich das noch zu unprofessionell. Hat er nicht gesagt, doch habe ich gesagt und ich meine es auch so. Jo, ansonsten kein Problem. Warte mal, ausbessern. Stroh und Stoff brauche ich noch, okay. Ist aber ganz gut dafür, dass meine Nutzpflanzen wieder fertig sind. Das passt mir ganz gut. Muss jetzt nur aufpassen, ja, die ersten knapp 6 bis 7 Minuten aufgerundet. Ja, mache ich noch 20 Minuten, schnippel das zusammen und dann fertig. Jo. So, schlafen. Ja, was brauche ich dann noch? Okay, Fledermausflügel brauche ich, Pizza, da muss nur noch warten, bis der Bram da ist, Löwenzahn, Silberkette für Yuki und ich brauche 10 von denen. Das bedeutet, ich brauche 10 von denen, dann zeigt ihr mir, wie ich Silber machen kann, dann kann ich die Kette für die Yuki benutzen. Und dann passt das. Jetzt erst nochmal eine Runde Weizen. Dann habe ich nämlich auch alles, was ich brauche. Was wollte ich dann? So, 2 Stück. Dann nochmal Stoff. Super. Und ausbessern. So, die Bomb versucht... Die Yuki versucht uns immer... Die fehlt noch etwas, um den Auftrag zu beenden. Miau, miau. Jo, ist kein Problem. Wir müssen einfach nur die Yuki aufhalten. Ansonsten klaut die uns nämlich immer irgendeine kleine Stibitzi. Klauen ist so ein böses Wort. Die Yuki klaut nicht. Guck sie dir an. Die ist total lieb. Stibitzt sie uns immer so ein paar Sachen. Das ist aber an sich kein Problem. So, jetzt brauche ich erstmal was zu trinken. Ja, eine halbe Stunde mundfusselig gequatscht. Erst 2 Stunden vorher. Jetzt und dann noch eine halbe Stunde am Telefon. Und jetzt geht's auch weiter. Jo, da muss man viel trinken. Das geht nämlich auf dem Hals. Eine Pizza. Brr, Menschen. Lecker. Das schmeckt super. Das ist ein Gericht, das auf meiner Speisekarte stehen könnte. Arco, ich werde dir für jede Pizza, die du mir lieferst, gut bezahlen. Super.
Ich habe im Moment keine Aufträge. Okay, was kann ich denn von dir kaufen? Larven kaufe ich mal, weil ich es kann. Und was kann ich dir verkaufen? Weizen, Stroh, Milch, Baumwolle habe ich auch genug. Nö, eigentlich erstmal nichts. Ich glaube, ich sollte auch nicht die Naturmaterialien verkaufen. Sondern eher so Sachen wie... Ja, eher das, was ich daraus koche. Das gibt, glaube ich, am meisten. So, 325 Goldmünzen habe ich. Das passt eigentlich. Ja, schlafen wir mal, um Level abzukriegen, ne? Oh, wir kriegen wieder einen Albtraum. Boah, wenn ich... Ich möchte dir Macht einflößen. Ich möchte dir meine Gaben schenken. Ich weiß es nicht, ob ich es im gesamten Let's Play schaffe, alle Sachen... Ja, nämlich Beweglichkeit. Ah, die Yuki zeigt uns, wie wir beweglicher werden. Und die Bombe klaut uns was. Das ist doch böse. Mensch, Bombe. Du Halunke. So, ja, nochmal Weizen, dann haben wir eigentlich alles. Hallo Vogel. Warte mal. Komm Vogel, komm. Mensch Vogel, was machst du denn da? Ja, die musst du halt hier so anbrennen. Und dann kriegst du halt hier so ein Dingsbums. Oh. Was ist das? Einschüchterung. Wie, ich bin eingeschüchtert. Das ist ein Wolf, hallo? Und der Junge ist 10. Natürlich ist er eingeschüchtert. So, erst nochmal was essen, muss ich sowieso. So, wollen wir mal gucken. Gesundheit 10, Lebensmittel 20. Nehme ich noch eine Wassermelone, dann geht es mir auch schon gleich besser. So, dann will ich erstmal den Wolf hier. Der will nämlich meine Schafe, dieser olle Lümmel. Ich glaube, wenn ich eingeschüchtert bin, mache ich wesentlich weniger Schaden. So. Nein! Bist du des Wahnsinns? So, die sind alle drei fertig. Das ist wunderbar. Hatschi, meine Nase juckt. Boom. So. Oh, die Musik hat sich geändert. So, Weizen läuft ganz gut. Ich habe im Moment keine Aufträge. Okay, das muss ich noch machen. Das fehlt, das fehlt, das fehlt. Okay, da kann ich aktuell auch selbst gerade nicht mehr viel machen. Dann ist es halt so. Die Mine kann ich jetzt auch noch nicht gehen, weil die Moon aktuell zu Besuch auf dem Planeten ist. Von daher mache ich aus den Hühnchen mal Brathähnchen. Keine Angst, das tut dir nicht weh. Eigentlich schon böse, aber so funktioniert es halt. Wir brauchen von denen auch später ein paar. Das ist leider der Fall. Wenn ich keine Eier und keine Brathähnchen mehr brauche, dann können die Hühner hier freiwillig gerne leben. Da ist es kein Problem. Ah, oh, super, der Goliath hat den Dingsbums leer gemacht. Wunderbar. So, warte mal, wie viel Holz habe ich denn eigentlich? Wäre es sinnvoll, da noch mal was abzugrasen? Holz, hallo, Holz, wo bist du? Kann er jetzt eigentlich mein gesamtes Holz verbraten habe? Materialien? Nee, Holz habe ich noch 209 und 104 Steine. Das ist okay. Ich muss sowieso in die Mine. Von daher macht es keinen Sinn, da jetzt noch großartig Steine zu farmen. Schön hier. Ich weiß auch nicht. Hier könnte ich eigentlich gucken, ob ich da mal was hinbaue. Aber auf der anderen Seite so eine Seite Freiraum, wo jetzt mal nichts steht. Einfach wo nur ein bisschen grüne Wiese ist, wo sich die Tiere dann wohlfühlen. Finde ich persönlich auch
ganz gut. Also man muss nicht alles bebauen, das ist meine Meinung. Ihr könnt natürlich euch das Game gerne holen oder wenn ihr es noch nicht habt. Das Team hat es ja am Anfang von Anfang April, glaube ich, verschenkt. Und wer da zugeschlagen hat und sagt, jo, jetzt hole ich es mir aber selbst oder ich spiele es jetzt mal selbst, ich habe voll Bock drauf, der kann natürlich seinen Planeten zukramen, wie er möchte. Aber ich bin halt eher so ein Mensch, der ganz gerne mal auch mal was freilässt. Okay, 4 Stück. Und dann ist der Käse gegessen. So, jetzt muss ich warten, bis der Goliath da ist. Das Silber habe ich. Super. So. Ich mach mal eine Runde Karotten. Komm. Von denen ist der kleine Junge doch sowieso so viel, dass es schon Sinn macht. So, Schaf hat was zu essen, was zu trinken. Das ist super. So, dann hole ich mir die Moon mal her. So, immer noch 3 von 11 Seiten. Das ist okay. So, im Moment keine Aufträge. Ich habe noch... Oh, ich muss gucken, ob ich noch Brennstoff habe. So, hier, jetzt haben wir genug. Schau gut zu, Akko, lerne das Handwerk eines Ankschmiedes. Silber, super. Wenn ich schon hier bin, kann ich auch gucken, ob ich irgendwas verkaufen kann. Okay, von denen kann ich ein paar verkaufen. Wunderbar. So, dann kann ich hier eigentlich den Planeten nochmal abgrasen. Obwohl, viel geben die mir nicht. Ja, die kleinen Eichhörnchen lasse ich in Ruhe. Die Chamäleons, die lassen Limatsch geben. Das brauche ich leider, um Alkohol zu herzustellen. Und den kann ich mit Öl mischen, um dann Kraftstoff zu bekommen. Und die geben auch immer manchmal ein paar Sachen ab. Von daher... Die sehen jetzt nicht so böse, sehen jetzt nicht so knuddelig aus. Von daher... Ah, die droppen auch Eis. Super. Ah, super. Wunderbar. Hat sie toll gemacht, Moon. Echt jetzt, wirklich. So. Ja, ein bisschen was abgekrast haben wir. Wir könnten eigentlich nochmal mit der Dame hier sprechen. Mit der Umi. Yeah, Kreuzhieb mit der Axt. Super. So, Umi, du kriegst Besuch. Dein Topf ist irgendwie... Die fehlt noch was, um den Auftrag zu beenden. Ah, stimmt, ihr habt ja... Okay. So, dann müssen wir eigentlich nur noch zurück. Nee, komm, ich habe ja gesagt, die Eichhörnchen lasse ich in Ruhe. Die Wannabe-Eichhörnchen. Muss ja nicht jedes Eichhörnchen platthauen, was ich sehe. Und auch nicht jede Nuss klauen, die ich sehe. Von daher passt das schon. So, ab nach Hause. So, ich muss mir jetzt nochmal meinen Kopf in die Agenda schreiben. Ich brauche Treibstoff. Mach's gut, Moon. Bye, bye. Tschüss. So, Pilzchen. Wunderbar. Dann kann ich eigentlich mal... Oh, Meister Locke. Hallo Herr Locke, konntest du die Bewohner von Mio retten? Ja, zum Glück sind wir Magier gerade noch rechtzeitig gekommen und konnten viele Leben retten. So etwas gab es seit vielen Jahren nicht. Wir leben in Zeiten des Friedens.
Wie konnte das passieren? Die Sternenpatrouille ermittelt. Alles deutet auf einen magischen Angriff hin. Die Katzenkinder erlitten Vergiftungen und Lähmungen. Die Angreifer suchten nach etwas. Mio ist ein Versteckplanet, auf dem Katzenkinder alles aufbewahren, was sie stehlen. Wer sind die Katzenkinder? Eine hybride Spezies, eine Minderheit, menschliche Kinder mit Katzengen. Sie sind sehr listig und unauffällig. Sie schleichen sich in Handelsschiffe und stehlen aus unseren Lagerhäusern. Piraten suchen sie oft für ihre Besatzung und schicken sie los, Raubüberfälle und Verbrechen zu begehen. Aber es sind immer noch Kinder. Warum gibt es keine erwachsenen Katzenmenschen? Nein, sie haben nur ein kurzes Leben. Die meisten werden nicht mehr als 15 Jahre alt. Wenn du sie irgendwo antriffst, solltest du der Patrouille Bescheid sagen. Die meisten von ihnen sind harmlos, aber man kann ihnen nicht trauen. Okay, ich werde es mir merken. Ach übrigens, ich habe eine weitere Seite der Geschichte auf Mio gefunden. Hier kannst du die Geschichte mit der fehlenden Seite vervollständigen. Du hast eine neue Seite Geschichte der Prinz gefunden, super. Okay, der verkauft jetzt auch Silber. Aber eigentlich brauche ich den ganzen Kram nicht. Silber und alles kann ich ja selbst herstellen. Von daher passt das schon. Jo, super, dann wissen wir auch schon Bescheid, dass der Herr Locke den Leuten helfen konnte. 2 Minuten, alles klar, das passt. Dann will ich doch gleich mal gucken, ob ich in der Werkstatt den Anhänger... Oh, ich brauche 2 Silber. Und ich brauche noch einen Faden. Dann kann ich nämlich eine 2er-Angel herstellen. Die hat der Goliath mir ja gezeigt. Das ist schon mal super. Und ich brauche noch einen Silberbarren. Okay, von denen kann ich sowieso jetzt wieder welche herstellen. Ah, da kann ich gleich 2 herstellen. Wunderbar. Okay. Dann kann ich den Silberanhänger bauen. Und nächstes Mal, wenn die Yuki da ist, kriegt die von uns einen Kristallanhänger. Nur unser Anhänger nicht. Der leuchtet. So, bam, 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 bam. Dem Schäfchen geht's gut. Guck mal, wie friedlich es schläft. Schön, super. So, den Bäumen geht's auch gut. Das Pilzchen nehme ich mir noch mit. Die Mine war meines Erachtens voll. Da kann ich jetzt auch nichts mehr machen. Da muss erst der Goliath wiederkommen. Genau. Wunderbar. Aber ich kann hier noch ein paar Brathähnchen herstellen. Das ist mein Planet, ich darf das. So. Milch, ja, Milch. Und füttern. So, das ist alles auf Stufe 3. Das ist wunderbar. Wald wächst. Holz haben wir auch genug. Steine auch. Und ich habe wieder ein paar Pilze. Was kann ich herstellen? Das könnte ich bauen. Gulliver-Trank, aber nur einen. Mache ich mal 4 Stück. Hä? Und dann kann ich nochmal eine Runde Melonen anernten. So, ansonsten von denen kann ich eine herstellen. Warum nicht? Suppe kann ich 2 Stück machen. Wunderbar. Kuchen, Pfannkuchen, Sandwich, Pudding, Lolli. Nee. So, jetzt sind meine Materialien auch nicht ganz leer, aber passt schon. So, ich will jetzt gleich auch mal meine verbesserte Angelroute prüfen. Und natürlich die Karotten noch abernten. So. Jo, Fledermausflügel. Die Frage ist, wo kriege ich den Shit her? Was kann ich eigentlich bauen? Tor, Mine? Nee. Wassermelonen muss ich wieder ernten. Da kann ich jetzt wieder ein paar... Ja, mache ich mal einen Satz voll. Ansonsten habe ich von allem eigentlich genug. So, jetzt könnte ich eigentlich mal gucken, dass ich das hier vielleicht ausbessere.
10 Silber, 50 Metall. Das sollte eigentlich laufen. Naja, das kriege ich bestimmt in der Mine. Werkstatt, Silber. Ja, die kriege ich selbst. So. Beeren. Nüsschen. Pilzchen. Und was wollte ich? Achso, meine Angelrute wollte ich ausprobieren. Oh, und haben sich wieder zwei Fische rangetan. Seebarsch. Okay, 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 okay. Kriege ich mehr? Kriege ich noch andere Fische? Nee. Na gut. Aber immerhin. Ah, Goliath, schön, dass du da bist. Bom, das ist aber, Mädchen, bei Goliath ein bisschen gefährlich. Ich sehe, du hast ein paar Steine. Alles klar. Bom! Wie schön er ist, so funkelnd. Er gehört dir, probier ihn an. Oh, ich bin so hübsch. Sieh mich an, Menschenjunge. Was für eine süße kleine Katze. Miau. Du hast hier einen Katzenkuss verdient. Ein Kuss? Das ist nicht nötig. Katzenkuss. Na gut. So, Goliath. Hey, Kleiner, ich sehe, dieser Planet, dass dieser Planet ganz besondere Schätze verbirgt. Wie meinst du das? Dieser glänzende Kristall, der auf dem Hügel schwebt, der muss ein Vermögen kosten. Der Kristall steht nicht zum Verkauf. Ich beschütze ihn. Ich will nur ein bisschen, um zu berechnen, wie viel wert er ist. Ich werde gut bezahlen. Wie wäre es mit 200 Münzen für einen einzelnen Kristall? Na gut. Dann gib mir einen. Hier, bitteschön. Hier ist dein Anteil. Das sind nur 100 Münzen. Du hast 200 gesagt. Ich weiß nicht, ob du mich betrügst. Du kriegst den Rest, wenn ich ihn verkaufe. Das geht in Ordnung. So, 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt will ich dir was verkaufen. Oh, Brathähnchen nimmt er natürlich viel. Obwohl 12, das geht eigentlich. Das kriegt er. Die Suppe kriegt er nicht. Gut. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich auch noch ein bisschen Brennstoff herstelle. Dafür brauche ich Alkohol und Öl. Okay, Alkohol kriege ich mit Kristallflaschen und Limatsch. Das ist okay. So, Küche, Öl, Sonnenblumen. So, mache ich mal 9-mal Öl, dann kann ich nämlich noch ein paar Sonnenblumen herstellen. Und Brennstoff. Ja, 8 Stück, das sollte eigentlich ausreichen. So, okay. Jetzt kann ich auch wieder gleich in die Mine gehen, das ist schon mal super. Ansonsten den Tieren geht's gut. Ja, 12 Minuten, das kann eigentlich so bleiben. Dann will ich hier nochmal die Beeren sammeln, die brauche ich nämlich auch wieder. Oh oh, oh oh, oh oh, nein, 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 nein. Was macht ihr da? Goliath, der berühmte Weltraumpirat. Im Namen der Sternpatrouille, du bist verhaftet. Wer will mich verhaften? Du? Du wirst schon sehen. Aufhören, es reicht. Ich muss los. Mist. Ja, die verstehen sich nicht. Die Sternpatrouille hat mich mit der Untersuchung beauftragt. Es gab eine Reihe von Diebstählen auf Planeten in deinen Quadranten. An allen Tatorten wurden Katzenfell gefunden. Weißt du etwas darüber, Arko? Eine Freundin von mir ist ein Katzenmädchen. Vielleicht weiß sie etwas. Oh, bitte frag sie. Ich habe eine Katzenhaarallergie, also kann ich nicht zu nahe kommen. Sprich mit Yuki über die Diebstähle, die Moon untersucht. Hey. Alles klar. So, ansonsten, ja, hier gibt es einen neuen Fisch. Oh, jetzt wollte ich gerade X drücken. Super. So, die nehme ich noch mit. Dann warte ich, bis die Moon weg ist. Und beim nächsten Part gehen wir dann einfach in die Mine. Na, bis dahin, Leute. Ciao mit V. Bye, bye.